Markus, jetzt bist seit September bei den Rotjacken beim KC gelandet, hast mittlerweile einen großen Bereich übernommen, von der U15 bis zur U8 hinunter. Jetzt noch ein paar Wochen oder Monaten kann man schon sagen, was sind die ersten Eindrücke von dir? Für mich eigentlich sehr viele positive Eindrücke, ja. Ich habe davor eigentlich nur im Profibereich gearbeitet, als Spieler oder als Trainer. Deswegen war es für mich eine große, sehr spannende Aufgabe. Es war eine große Herausforderung mit den Kids. Ich war in viele, aber auch als Profitrainer bin ich immer wieder mit den ganz Jungen aufs Eis gegangen und ich habe gemerkt, dass ich dort eigentlich sehr viel Energie gespürt habe auf dem Eis, mit den Kindern, mit der Zusammenarbeit mit den Kindern. Und das wollte ich eigentlich schon immer machen. Das Angebot hat es eigentlich nie gegeben, beziehungsweise der Weg hat bei mir immer so ausgeschaut, dass ich im Profibereich bleibe. Und da ist jetzt die Möglichkeit zustande gekommen, dass ich U8 und U10 als Head Coach übernehmen kann. Und ich habe eigentlich nicht lange überlegt, sondern ich habe mir einfach gedacht, ich probiere es und ich bereue es keine Sekunde. Jetzt hat man dich natürlich immer mit dem VSV in Kärnten speziell dann in Verbindung gebracht, hast natürlich Spieler, auch dann Trainer oder Co-Trainer. Wie war denn der Wechsel von Villach nach Klagenfurt? Also örtlich ist es nicht so weit. Ja, in dem Fall ist es sehr, sehr schnell gegangen. Ich habe mir dort eigentlich nicht allzu viel Gedanken gemacht. Erstens einmal war ja kein direkter Wechsel von Villach nach Klagenfurt, sondern ich habe eigentlich eineinhalb Jahre Auszeit genommen, speziell vom Eishockey. Ich habe mich anderwertig weitergebildet und ausgebildet. Ich bin bewusst, habe einen Weg gesucht, dass ich wegkomme vom Eishockey, dass ich eben diese Auszeit auch nützen kann als Mensch für meine Weiterentwicklung. Und dann ist es eigentlich recht spontan zustande gekommen. Das war im Sommer, irgendwann einmal im August, glaube ich, habe mir der Johannes Reil angerufen am Abend. Die war beim Abendessen und am nächsten Tag haben wir entschieden, machen wir. Und dann, wie es offiziell geworden ist, wie waren die Rückmeldungen? Also ich muss sagen, von vielerer Seiten sehr, sehr positiv. Meine Freunde, die hat es einfach gefreut, dass ich eine neue Aufgabe gefunden habe, speziell. Weil viele, und im Nachhinein habe ich das mitgekriegt, viele haben gesagt, ich kann eigentlich mit den Kindern sehr gut, wieso ich das davor nicht gemacht habe. Und die haben gesagt, das ist genau die richtige Entscheidung, die haben sich für mich gefreut. Von Klagenfurter Seiten habe ich wenig mitgekriegt. Muss ich schon sagen, ich habe sehr, sehr viele Klagenfurter Freunde, die sehr positiv gestimmt waren. Die hat es gefreut natürlich. Jetzt hat natürlich Corona auch deinen Job dann als im Nachwuchs natürlich sehr, sehr beeinflusst. Negativ muss man logischerweise sagen. Der Trainingsbetrieb ist eingestellt worden. Was macht sie dabei eigentlich? Wie funktioniert das? Unterschiedlich. Also wir haben dann auch einen Light-Lockdown gehabt, wo wir schon weiter trainieren durften mit den Kindern. Beim harten Lockdown haben wir eine komplette Eispause gehabt. Das war natürlich schwierig, speziell auch für die Kinder, weil sie die Bewegung gewohnt sind. Und nur über Bewegung oder unter anderem durch die Bewegung stärken wir das Immunsystem. Und gerade bei so einem Virus ist ja wichtig, dass man ein gutes Immunsystem hat. Von dem her ist es nicht einfach. Wir haben die Zeit überbrückt für die Spieler mit gewissen Zoom-Meetings. Da hat entweder der Fitnesscoach hat die Zoom-Meetings geführt. Ich habe die ganz kleinen, die U11er. Das habe ich selber gemacht. Jetzt, diese Woche warst du auch mit der Kampfmannschaft am Eis. Es hat eine zweite Trainingsgruppe gegeben, aufgrund natürlich von Corona. Und wie hat das Ganze funktioniert, mit den angeschlagenen Spielern zu arbeiten? Also wieder mit den Profis, mit den Erwachsenen. Sehr spontan gekommen eigentlich. Ich bin am Montag ins Büro, in die Arbeit gekommen und da ist eigentlich schon der Zettel da gelegen von Petri. Beintner ab morgen zweimal am Tag Eistraining. Also ich habe mich eingeteilt. Für mich hat das aber gut gepasst. Es war jetzt keine große Geschichte. Ich habe mich darauf gefreut. Es war natürlich sehr angenehm, dass speziell die zwei neuen Kanadier sehr professionell mit der Situation umgegangen sind. Sie haben ja nicht gekonnt. Sie haben ja da keine Verbindung zu mir gehabt. Sie haben auch nicht gewusst, okay, der arbeitet eigentlich gar nicht bei der ersten. Was tut der eigentlich da? Aber wie gesagt, sie waren sehr dankbar am Ende von der Woche. Sie haben gerade heute in der Früh wieder geschrieben, dass es wertvoll für sie war, dass sie wirklich so Individual-Sessions gehabt haben, um den nächsten Schritt zu machen. Und zwar beim KC mit der ersten aufs Eis zu gehen. Von dem her, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war interessant, weil wir natürlich Verletzte gehabt haben, die ungefähr bei 30% waren, Verletzte bei 70%. Und dann haben wir die zwei Kanadier gehabt, die man pushen musste. Also man hat dort sehr kreativ sein müssen, aber alle haben super mitgemacht. Die meisten Österreicher, eigentlich alle Österreicher kenne ich, war witzigerweise mit zwei Vorarlbergern an auf dem Eis, mit dem Bischi und mit dem Stiha. Ja. Und von dem her, auch von der sozialen Verbindung hat das natürlich super geklappt. Ja, danke, Markus. Wenn Sie noch mehr über Markus Beintner und seine Aufgabe beim KC erfahren wollen, haben wir sehr gerne Rotjacken TV, ganz einfach auf tv.kc.at.